So, liebe Leute von heute, obwohl ich ja im letzten Part ja sagte, dass wir in diesem Part eine Nebenstory so machen werden, oder ist da vielleicht auch diese eine Arena da, die wir sahen von unserem letzten, naja, Ausgangspunkt, habe ich mir jetzt so aber trotzdem gedacht, wir sind ja ein bisschen stärker geworden. Diluc hat, sagt ein neues, hat eine Schwertverfeinerung im letzten Part gekriegt. Wir haben Seems all the andererseits other knights already sowieso have ja their auch. hands full. Warte mal, das war jetzt der falsche Knopf. Wir hatten ja sowieso ja auch einige Level-Ups sowieso ja auch gehabt. Und ja, da dachte ich mir dann doch einfach, es müsste doch einfach im Bereich des Möglichen sein, dass wir jetzt den gewonnenen Abgrund so weit hinkriegen können. So dass wir dann Xiang Ling in diesem Part kriegen könnten. Dachte ich mir. Also jetzt erstmal ein paar Charaktere ein bisschen hochgestuft. Und dann versuchen wir einfach. Tja, unser Bestes. Barbara müssten wir dann sowieso auch nochmal kurz mal ein bisschen hochstufen. Okay, glanzvolle Jahreszeit. Vielleicht dann erstmal hier bloß 10 Level-Ups. Und das wäre dann erstmal ausreichend. Dann müssten wir irgendwie sowieso in der Lage sein, diese Mission jetzt abzuschließen. Also zurück in den gewundenen Abgrund. Auf das wir jetzt Xiang Ling kriegen können. Ich habe sowieso, wie ihr hier sehen könnt, auch noch mal kurz was versucht gehabt. Ich habe hier, ich sag jetzt, einen dritten Stern gekriegt. Aber, um er sage, in den nächsten Raum zu kommen, müssen wir nun mal insgesamt 6 Sterne haben. Also, dann jetzt erstmal wieder rein ins Vergnügen. Wollen dann erstmal wieder ordentlich auf die Pauke hauen. Wer weiß, vielleicht funktioniert das jetzt ja. Okay, Herausforderung abgeschlossen, diesmal mit 3 Sternen. Wir können den Kampf also fortsetzen, dieses Mal.
Und das Beste dabei ist natürlich, wir können jetzt ohne große Probleme in den nächsten Raum, in die nächste Ebene quasi kommen. Ist ja jetzt quasi perfekt. What's the dodge this? As you wish, main Fräulein. Cool it. Oh, so sorry. Verdammt nochmal! Verdammt nochmal, wieso? Okay, keine Ahnung, wieso das jetzt nicht so recht klappt. Aber jetzt mit meiner Kombinationsangriff hier. Warte mal, haben wir jetzt hier was? Haben wir jetzt ein Zeitlimit überschritten oder ist jetzt hier was kaputt gegangen? Wir haben auf jeden Fall jetzt nicht Abbruch geklickt. Das wusste ich ja. Hä? Was ist denn jetzt hier auf einmal geschehen? Ja, die Herausforderung will ich auf jeden Fall fortsetzen. Was war denn dann jetzt eben geschehen? Bin ich einfach vom Spiel herausgeschmissen worden? Das schien ja wohl so gewesen zu sein. Okay, Runde 3. Ja, Runde 3, wir sind jetzt mit dabei. Ich weiß aber jetzt nicht. What's the hurry? Freeze! Dodge this!
wieso höre ich jetzt hier einmal mehr als einen von denen? What's the hurry? Cool. Oh, Menschenskind, das Menschenskind, das noch. Eins, wieso dauert das so verdammt lange hier? Na komm schon, Angriff, Angriff. Okay, diesmal bin ich am besten. Bin nicht sicher, ob ich das schaffen kann. So, Herausforderung abgeschlossen. Okay, wir können ja jetzt Ebene 3 Raum 1 betreten. So, der mit den Reaktionverwirbelung verursachten Schaden wird um 300% erhöht und verwirbelungsbereit, bla bla, 100%. Keine Ahnung, was jetzt sein soll. Wir können da jetzt also auch nichts nachlesen. Starten wir einfach mal die Herausforderung. Wir werden dann ja gleich mal sehen, was wir denn gleich hier machen müssen. Okay, dann erhöhen wir eben mal kurz den Spezialfähigkeitsschaden. Oh, verdammt. Cool. Oh, so sorry. As you wish, mein Fräulein. Ah, da haben wir jetzt auf jeden Fall das total Falsche hier angefangen. Ja, das bringt diesmal rein gar nichts. Huh.
Es wäre jetzt wirklich noch ein Wunder, wenn wir hierbei die nächste Ebene erreichen können. Nee, ich denke, hier hätten wir jetzt mal Xiangqiu gebraucht mit seinen Wasserschwertern. Das wäre jetzt hier mehr als passender gewesen. Und wir hätten vor allem jetzt hier auch eine bessere Reihenfolge der Kämpfer gebraucht. Ja, wir hätten ja wirklich eine bessere Reihenfolge der Charaktere gebraucht. Weil so kommen wir hier nun wirklich kein Stück weiter. Ja, wir kommen hier wirklich kein Stück weiter. Die Zeit läuft gleich ab. Da haben wir beim besten Willen hier nichts weiter zu tun. Es wäre eigentlich wirklich besser gewesen, hätten wir jetzt Xiangqiu mit seinen Wasserschwertern hier gehabt. Okay, und jetzt habe ich wiederum überhaupt nichts gesehen. Was jetzt hier war. Oder auch nicht. Können wir jetzt sag hier weitermachen oder werden wir jetzt einfach hier rausgeschmissen? Weil eigentlich haben wir den Raum ja nicht beendet. Tja, mal sehen. Ne, anscheinend haben wir jetzt hier nichts zu machen. Aber hätten wir es ja auch fast schaffen können. Warte mal, können wir hier einen Aufstieg machen? Nein. Da fehlt leider was. Ja, da fehlt ja einiges. Schade. Oder wir versuchen das einfach trotzdem nochmal. Wir wissen ja jetzt, wie es ja ungefähr besser geht. Dann können wir jetzt auch eine... wieso werde ich hier sagt, da ständig rausgeschmissen? Okay, wir können den Kampf fortsetzen, aber die Zeit war doch gleich abgelaufen. Das ist jetzt wirklich ein bisschen eigenartig. Dann versuchen wir das Ganze mal so eben. Retribution! Dodge this!
Midnight Fall. Freeze. What's the hurry? Oh, verdammt nochmal. Oh, so sorry. Dodge this. Okay, die Herausforderung wurde zwar bestanden, doch wir sind nicht gerade sehr gut vorangekommen. Muss man jetzt leider so sagen. Wir waren zwar jetzt ein bisschen stärker unterwegs, aber es wird, glaube ich, nicht lang, um Xiang Ling zu kriegen. Tja, das wird, glaube ich, wirklich nicht gerade... Warte mal, mehr als 60%. Let the show begin. This moment will be frozen in time. I got careless. That tingle?
I got killed. Another tetanus. That tingle? What's the... As you wish, main for life. Suffocate! Free! Ready, steady, go! Suffocate! This moment will be frozen! How's this? What's the... Suffocate! Freeze! Free pick! The wrong attack subject! This moment will be frozen in time! Freeze! Freeze! Oh, Nuffle! Let's go, Barbara! Go! Let's go, Barbara! Cool! Free! Free! Direct assault! Cool! Free. Another test pick! Wrong test subject! Have a taste of this! That tingle? By royal decree! Free! That tingle? Another test subject. The wrong test subject. Don't push your luck. That tingle? Go, Barbara, just let stand! Dodge this! Three! Verdammt nochmal! This one was that tingle? That tingle? Picked the wrong test subject. Yes, I got that. Okay, das kriegen wir jetzt auch wieder nicht hin. Ne, diesmal haben wir es nicht geschafft. Tja, wirklich blöd mal wieder gelaufen. Und ich hatte jetzt eigentlich wirklich gedacht, es würde jetzt klappen. Aber war auch mal wieder ein Satz mit X-Vavonix. Tja, was sollen wir denn jetzt mal ausprobieren? Also erstmal wieder zurück in den gewohnten Abgrund.
Wir müssen ja eigentlich bloß noch diesen zweiten Raum beenden. Um dann einen neuen Charakter zu kriegen. Und das wollen wir jetzt wirklich mal versuchen zu schaffen. Warte mal, wir könnten eigentlich auch mal versuchen... Oh ne, wir können ja jetzt nichts einnehmen. Another test subject. I got careless. Freeze. This one will be frozen. Freeze. What's that? Fry. That's
tingle? This moment will be frozen. Freeze. Don't push your luck. Ah, verdammt nochmal. Wir hätten das jetzt so gut hinkriegen können. Ja, wir hätten das jetzt so gut hinkriegen können, wären wir jetzt nicht runtergeflogen. Wir müssen doch auch bloß noch diesen einen Raum erledigen. Das gibt's doch nicht. Suffocate! That tingle? Yeah.
Verdammt nochmal. Das wird wieder nix. Dabei hätten wir jetzt bloß noch 8 Gegner erledigen müssen. Tja, die Herausforderung war da mal wieder nichts gewesen. Tja, dabei sind wir jetzt schon mal in Raum Nummer 2 vorgedrungen. Hätten wir den jetzt eigentlich geschafft? Tja, dann hätten wir jetzt eigentlich auch Xiang Ling gehabt. Blöd gelaufen. Wirklich blöd gelaufen. Was anderes kann ich dazu jetzt nicht sagen. Tja, wirklich blöd gelaufen, das Ganze. Wären unsere Charaktere bloß ein bisschen stärker noch gewesen. Andererseits, wir hätten vielleicht auch eher eine andere Kombination jetzt eher gebraucht. So Blitzcharaktere wären jetzt, er sagt, hier total unnötig gewesen. Catch the wind. Wassercharaktere eigentlich auch im Großen und Ganzen. Jedenfalls Kea und Fischl, die waren nicht zu gebrauchen hierbei. Ah, blöd, blöd, blöd gelaufen. Vielleicht hätten wir es nochmal mit Wind versuchen müssen. Oder vielleicht hätten wir dann doch eventuell eher Saccharose gebraucht. Sie wiederum hätte ohne große Probleme all unsere Gegner heranzoomen können. Tja, alles blöd gelaufen. Aber jetzt erstmal im nächsten Part. Warte mal, was war denn erst jetzt hier dieser Kompass? Ach ne, das ist bloß eine Nachricht dafür, dass wir was Neues hier haben. Tja, ansonsten gibt es hier nicht sehr viel zu erledigen. Also im nächsten Part beginnt dann mal wieder eine Nebenstory. Wir müssen erstmal wieder was anderes machen. Und dann sowieso versuchen zu hoffen, dass wir bald bessere Charaktere kriegen können. Und somit seid dann jetzt erstmal tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.